Hallo, ich bin Juliana da Silva, ich komme aus Brasilien, ich bin Sängerin und ich möchte euch heute einen Teil von meinem musikalischen Leben zeigen. Das ist der Jazzkeller, sozusagen mein zweites Zuhause hier in Frankfurt, wo ich einmal im Monat singe und ihr werdet sehen, es ist eine ganz besondere Atmosphäre und ich werde mehr zeigen für euch. So, jetzt sind wir hier auf der Bühne vom Jazzkeller. Bald stehe ich da und werde dann für die Leute singen. Heute ist Samstag, wir werden bestimmt ein schönes Haus haben mit Leuten, die Stammkunden sind, aber auch so Leute, die in der Stadt sind. Wie gesagt, das ist mein zweites Zuhause, wo ich unheimlich viele Projekte hier schon gemacht habe mit verschiedenen Musikern von allen möglichen Ecken der Welt. Warum ich Musik mache? Weil ohne Musik gar nicht geht. Jetzt hier auf der Bühne, wie gesagt, wo ich später auftreten werde, hier wurde auch meine absolute erste CD live aufgenommen. Damals mit einem Gitarrist, ein guter Freund von mir, Andreas Kantenwein. Wir haben live im Jazzkeller eine tolle CD aufgenommen. Und momentan laufen sehr viele schöne Projekte, sehr viele schöne Sachen. Am 14. Juni fliege ich nach Asien und werde in Singapur am 18. Juni ein großartiges Konzert dort machen mit einem Pianist Jeremy Monteiro aus Singapur machen und irgendwie, ich bringe die brasilianische Musik überall hin, wo man das hören möchte, wo sich die Möglichkeit ergibt. Inspirationen zu meiner Musik. Ich glaube, ich kam auf der Welt und habe schon immer gesungen. Ich bekam Gesangsverbot bei den Mahlzeiten. Von daher, ich war schon sehr inspiriert selber, aber es gibt natürlich großartige brasilianische Sängerinnen, die meine großen Idolen sind, Alice Gina, Lady Andrade, die hier auf dieser Bühne auch schon war. Und ich liebe Jazz und von daher unter anderem Diane Reeves ist auch eine von meinen größten Inspirationen. Natürlich. Das ist irgendwie das Leiden der Musiker heutzutage. Und ja, irgendwie, wir machen so unseren Weg noch heutzutage. Mehr mit dem Publikum, mehr direkt mit dem Veranstalter. Und so bringen wir unsere Musik für die Leute. Naja. Ich weiß nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Manche unglaublich schlecht, manche unglaublich gute Leute, aber jeder soll machen, wie er will. Auf der anderen Seite, für manche Leute, die gut singen, das ist eine gute Plattform, damit die Leute sich kennen. Danach bekommen sie mit Sicherheit mehr Gigs, mehr Konzerte. Wenn dafür nutzt, dann soll es gut sein. Es gibt verschiedene Sachen, weil ich mit verschiedenen Besetzungen, verschiedenen Bands spiele, aber wahrscheinlich einer von den interessantesten ist mit einem Cimbalo-Spieler aus Ungarn, wo ich ein Stück geschrieben habe, zusammen mit ihm und das wird so eine sehr interessante Kombination von Bossa Nova mit Cimbalo. Nein, ich kann ein bisschen shaken hier, das ist mein Instrument. Tja, dass wenn ich meinen Mund aufmache und singe für sie, dass es ernst ist und dass ich es wirklich meine. Obrigada.